Commander Lord Heroes vom Space Hoover Sparrow an Zentralcomputer Vector Omega. Routinepatrouille in Sektor 4-Alpha priori negativ. Keine besonderen Vorkommnisse. Wir... Kommunikationssensoren der Sparrow sprechen an, Lord Heroes. Ich schalte auf Visoakustikkontrolle. Commander Lord Heroes, Space Hoover Sparrow an Zentralcomputer Vector Omega. Ich unterbreche Eingabe zur Klärung eines Zwischenfalls. Deine Schaltungen waren auch schon mal besser, Turgan. Auf dem Bildschirm ist nur kosmisches Geflimmer zu sehen. Und außer diesen merkwürdigen Fiepen bekommen meine Ohren nichts zu hören. Na dann klapp mal deine blauen Lauscher ein bisschen höher, Fluxo. Vergiss bitte nicht, Turgan ist schließlich nur ein Standard-Robot der 5 Below Zero-Klasse. Mit einigen speziellen Modifikationen sowie einer Speichererweiterung von 15 GB, die Lord Tyrus erst vor 16 Zeiteinheiten vorgenommen hat, wenn ich bemerken darf, Sir. Ist ja schon gut, Turgan. Verschiebe unsere Empfangspeilung 3,2 Teilstriche nach rechts. Wollen doch mal sehen... Hören! Hören, meinst du, Heroes? Da hat jemand absichtlich das Bild weggeschaltet. Kann sein, Fluxo, das wäre möglich. Jetzt? Die Sprache wird deutlicher. Stimmentranslator ein. An Space Hoover Sparrow. Achtung, landen Sie auf... Die Baumkoordinaten lauten... ...-6-Alpha-Theorie. Achtung, ich wieder... Es besteht Gefahr für Nob. Es geht um Ihr Leben. Das war's. Da kommt nichts mehr. Funkstille. Absolut totes Rohr. Sir Fluxo, darf ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre Ausdrucksweise einem Lord Sidon vom Planeten Dabari nicht angemessen ist? Sie als Doppler... Jetzt leg mal deine Blechmembran lahm, Turgan, und aktiviere dafür deinen Logikspeicher. Woher könnte der Funkspruch stammen? Schon passiert, Lord Heroes. Bitte berühren Sie das rote Feld in meinen Stirnsensoren. Und die zu 78,9% richtige Antwort erscheint auf meinem Brustbildschirm. Raumkoordinaten 4-6-Alpha, ergänzt um Zusatz Priori, ist mit 78,9%iger Wahrscheinlichkeit Kyntor im Tologai-System. Aber das ist doch... Ganz richtig, Heroes. Kyntor, die Spielhölle der Galaxis. Der Ort, den alle Raumfahrer in ihrem Leben einmal betreten. Aber nicht unbedingt lebend verlassen. Zentralcomputer Vector Omega registriert. Space Hoover Sparrow, Flaggschiff der Lords of Space, unter Commander Lord Heroes, nimmt Kurs auf 4-6 Alpha Priori, Planet Kyntor im Tologai-System. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus dieser Kursänderung ein Fall für die Lords of Space ergibt, besteht zu 99,9%. Puh, das war ein unangenehmer Anflug auf Kyntor. Ich habe selten einen Planeten mit einer solch dichten Atmosphäre erlebt. Mit einer Atmosphäre, in der tagtäglich Stürme toben, die auf der Erde nur mit einem Hurricane zu vergleichen sind. Und unten auf dem Planeten herrscht ein absoluter Dauerregen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich die Leute hier lieber in Bars und Spielhöllen aufhalten. Mich interessieren nicht die Bars und Spielhöllen auf Kyntor, sondern mich interessiert, wer den Funkspruch an uns abgesetzt hat. Na, mal sehen, ob wir mehr rausbekommen, wenn uns der Automatik-Aerogleiter in die Zentralstadt von Kyntor gebracht hat. Damen und Herren, hier ist vorübergehend Endstation des Automatik-Aerogleiters. Eine kurzzeitige Unterbrechung der Energiezufuhr verhindert eine Weiterfahrt. Bitte verlassen Sie jetzt den Gleiter. Sie werden informiert, wenn wir die Fahrt wieder aufnehmen. Ganz schöner Schlamassel. Jetzt stehen wir hier im Regen. 20 Meter in direkter Linie von hier befindet sich eine Bar. Name Eternity Inn. Na, ich weiß nicht. Ob das mal nicht ein Trick des Kneipenbesitzers war, den Automatik-Aeroglader genau hier halten zu lassen? Aber kommt, uns bleibt nichts anderes übrig, als da reinzugehen, wenn wir hier nicht total aufgeweicht werden wollen.
Na dann mal rein in die gute Stube des Eternity in der Kneipe zur Ewigkeit. Bitte Rasterkontrolle, bitte Rasterkontrolle. Legen Sie Ihre rechte Hand auf die Zentralsensoren meines Bedienungsfeldes. Sie haben bei dieser Überprüfung nichts zu befürchten. Dieser Check dient lediglich dazu, festzustellen, ob Sie im Eternity Inn Lokalverbot haben. Na, wenn das so ist, dann will ich mal. Rasterkontrolle okay, Rasterkontrolle okay. Terraner namens Chris Austin, genannt Lord Heroes, kann passieren. Hallo, Bruderherz. Dann wollen wir unsere Kontakte mal kurz schließen. Rasterkontrolle okay, Rasterkontrolle okay. Standardarbeit der 5 Below Zero Klasse, genannt Turgan, Abkürzung für technisch ultrarational generiertes Androiden-Neutrum, kann passieren. Und ich? Muss ich auch? Rasterkontrolle, bitte Rasterkontrolle. Okay, Junge, du hast es so gewollt. Hier ist meine Pfote. Hey Fluxo, was war das? Der Türsteher-Robot ist explodiert. Sag mal, hast du im Eternity im Lokalverbot? Ich? Ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich hat der Türsteher-Robot meine Doppelidentität, die ich als Doppler vom Planeten Dabaria habe, nicht vertragen. Naja, etwas merkwürdig kommt mir das schon vor. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt mal trockenen Boden unter den Füßen. Und da drüben ist auch schon die Bar. Hey Keeper, 3 Würfel Kopja für mich und meine Freunde. Oder vielleicht besser 1 Liter Öl für meinen Freund Torgan. Hey, wo sind die beiden? Irgendwo im Gewühl verschwunden. Auf Kyntor im Eternity Inn gibt's alles. Sogar eine Zapfstelle für Ölfremder. Man muss nur eine gute Cosmic Credit Card haben. Ich denke, zur Versicherung unserer Kreditwürdigkeit reicht auch das hier. Oh, der Ring. Das Flügelwappen der Weißen Lordschaft. Wenn der jetzt noch echt ist? Bitte bedienen Sie sich, junge Frau. Nein, Sie müssen Ihre rechte Hand direkt auf die Schwingen legen. Träger dieses Gürtels mit dem Emblem der Weißen Lordschaft ist Lord Heroes, Terraner, Commander des Flaggschiffs Sparrow. Lord Heroes ist erster Lord der Weißen Lordschaft. Welche Ehre für meine bescheidene Bar. Übrigens, nachdem ich auf so nette Art und Weise Ihren Namen erfahren habe, ich bin Toya Baros. Und eine waschechte Kyntorierin. Mit herrlich violetten Haaren, die mich allerdings an irgendjemand erinnern. Eventuell an mich, Lord Heroes? Lysia, die Velvet Queen. Das heißt Gefahr. Vector Omega registriert. Lysia, die Velvet Queen. Herrscherin über Solfatar. Lysia ist eine Lady der dunklen Lordschaft und Begründerin der Legion der dunklen Macht. Sie besitzt starke Psi-Fähigkeiten, unter anderem die Gabe, Lebewesen alleine durch Gedankenkraft zu todesähnlicher Starre zu kristallisieren. Ihre Begegnung mit Lord Heroes bedeutet für diesen einen Gefahrenquotienten von 82,5%. Lord Fluxo und Standardrobot Turgan aus der 5 Below Zero Serie nähern sich ebenfalls einer Gefahrensituation. Ausgangspunkt dieser Gefahr ist jedoch nicht die Velvet Queen. Du spielst falsch, du kleine blaue Dackelschnauze. Oh, das ist die falsche Anrede, Sir. Vor Ihnen steht Lord of Space Fluxo, ein Siedlungsdoppler vom Planeten Dabari. Dieser blaue Pelzmuschel will ein Lord of Space sein. Schaut mal, seid ihr mittlerweile unter die Fallspieler gegangen. Ich hatte einen kompletten Satz Sternenjäger auf der Meer. Damit dürften nur noch eine schlaffe Serie Kometenfänger und 3 schwarze Löcher im Stiel gewesen sein. Aber ich hatte auch einen ganzen Satz Sternenjäger. Dazu 2 Kometenjäger und die schwarzen Löcher komplett. Seit wann gibt's im Tetrad-Abschlussspiel 2 Sätze Sternenjäger? Keine Ahnung. Ich hatte jedenfalls einen. Ich auch. Und ich hatte den richtigen Satz mehr. Entschuldigen Sie, Sir. Könnte es nicht genau andersherum gewesen sein?
sein. Egal. Dieses Problem löst ihr nicht mit Überlegung, sondern damit. Lord Fluxo, er hat ein Liebvormesser. Schon mitbekommen, Turgan. Schau mal, was ich da habe. Hey, Blauknäuel, du hast auch ein Liebvormesser. Ich sagte es schon, Sir. Lord Fluxo ist ein Sidon, ein Doppler vom Planeten Davari. Und du bist eine vorlaute Blechbüchse, die auf den galaktischen Meere hört. Da! Oh, Sir, das hätten Sie nicht tun sollen. Was machst du? Was erscheint da auf deinem Brustbildschirm? Ich checke meine Körperstruktur auf Altöl durch, Sir. Das müsste ich dringend ablassen. Wie schmieriges, stinkiges Öl. Das macht niemand ungestraft mit mir. Das Affiops. Hey, Lord of Space, du hast doch deine Freunde gesucht. Ich glaube, da hinten in dem Tumult, da sind sie. Tatsächlich. Ein Unglück kommt selten allein. Erst erscheint Lysia und dann versetzen Fluxo und Turgan auch noch den ganzen Eternity in den Aufruhr. Also ich muss... Lass mich das mal machen, Lord Heroes. Hey, Jungs! Hey, Jungs! Wenn ihr nicht sofort aufhört, rationiere ich die Ausgabe von Kopia an euch auf die Hälfte. Tja, eine Angelegenheit scheint geklärt zu sein. Bleibt nur noch deine Anwesenheit, Lysia, hier auf Kyntor, die garantiert kein Zufall ist. Nimm die Hand von deinem Laserschwert, Heroes. Wenn ich wollte, hätte ich schon längst Gebrauch von meinen Ziehfähigkeiten gemacht. Ah, seid gegrüßt, Lord Fluxo, und auch du, Standardrobot Turgan. Hey, da seid ihr ja wieder. Was war denn los? Leider sind mir bei dem Tetragramm Plus-Spiel meine Dopplerfähigkeiten etwas ausgerutscht, Heroes. Ja, und plötzlich hatte Lord Fluxo einen kompletten Satz Sternenjäger auf der Hand. Ich meine in der Pfote. Obwohl sein Gegenspieler auch einen kompletten Satz hatte. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum du dem Türsteher-Robot einen Kurzschluss verpasst hast. Er hat dich als Tetragramm Plus Fallspieler erkannt. Kannst du nicht einmal deine Juxerei vergessen, Fluxo? Ja, Heroes, ganz bestimmt. Wenn ich Lysia, die Velvet Queen, hier vor mir sehe, dann möchte ich meine Dopplerfähigkeiten ganz etwas anderem einsetzen. Halt, Fluxo. Überleg dir, was du tun willst und was du besser nicht tun solltest. Ich habe euch nämlich etwas vorzuschlagen. Ein Bündnis. Ein Bündnis mit mir. Das ist lächerlich. Die Weiße Lordschaft soll ein Bündnis mit der Königin der dunklen Macht eingehen? Dieser Vorschlag kann nicht dein Ernst sein, Lysia. Lach nur, Heroes. Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Ja, der Funkspruch, der euch und die Sparrow hierher auf Kyntor gerufen hat, kam von mir. Der Empfang war stark gestört, aber... Es kam auch das Wort Nova darin vor. Der Begriff Gefahr. Meine Logik sagt... Rede schon, Lysia. Was ist? Was ist mit Nova? Nova ist die gefangene Kryptorf. Er hat sie in seinen Hypnoblock gebannt. Zentralcomputer Vector Omega registriert. Nova, die erste Lady der Lords of Space, befindet sich im Bannstrahl von Kryptors Hypnoblock. Kryptor, der Vorkämpfer der dunklen Lordschaft, verfügte bislang nicht über sogenannte Ziehfähigkeiten, wie sie der Hypnoblock darstellt. Lady Nova dagegen ist eine ausgesprochene Psi-Begabte. Sie beherrscht die Fähigkeiten der Telepathie, Telekinese und Teleportation. Diese Gaben der Gedankenübertragung, Bewegung von Gegenständen durch Geisteskraft und geistiges Versetzen an andere Orte werden durch Novas Windschild, das sie trägt, verstärkt. Die Mitteilung Lysias, dass Kryptor Nova gefangen hat, ist zu 95,6% außergewöhnlich. Denn Lysia und Nova sind seit ihrem Kampf auf Solfatar Erzfeinde. Gut so. Hier im Hinterzimmer des Eternity Inn kann niemand etwas von dem mitbekommen, was ich euch zu zeigen habe. Ist deine Blechbüchse aus der 5 Below Zero Standardklasse schon seriell mit Hologramm-Video-Anschluss ausgerüstet, Heroes?
Eine Unmöglichkeit für einen Standardrobot der Five Below Zero-Klasse, Milady. Aber ich wurde durch Lotentiros nachgerüstet. Okay, Torgan, dann mach mal deinen Hologramm-Videoanschluss frei. Und jetzt schaut ganz genau hin, Lords of Space. Lysia erzeugt das Hologramm, das über Torgan entsteht, mit Gedankenkraft. Lässt ihre Geistesenergien nur durch Berühren mit Torgans Anschluss durch ihn verstärken. Da! Das ist Nova in einer Schlafensperiode, während eines Routine-Spähfluges im Saphir-Satellit. Ihr Wingschild, das ihre Gedankenenergie verstärkt, hat sie neben sich gelegt. Da erscheint etwas. Eine rotglühende Sphäre. Wie ein verkleinertes Abbild von Borl, der Festung der dunklen Macht. Das ist es auch, Fluxo. Schau, wer sich in der Sphäre befindet. Krypto! Ich hätte Nova doch auf ihrem Flug begleiten sollen. Ha, deine schwachen Ziehkräfte, Lord Winsling Fluxo, hätten auch nichts gegen Kryptos neuestes Werkzeug, den Hypnoblock, vermocht. Seht ihr sie? Die blauen Fesselstrahlen, die jetzt aus Kryptos Fingerspitzen herausschießen. Sie durchdringen mühelos die Außenwände vom Saphir-Satellit. Und sie legen sich um Nova. Sie erwacht? Nein, Fluxo. Zu spät. Novas Körper wird starr, unbeweglich. Sie ist gebannt in Kryptos Hypnoblock. Ende des Videoclips. Ich kann es nicht glauben, Fluxo. Dich und Nova verbindet doch ein geistiges Kraftfeld. Konzentriere dich auf ihre Strömung. Versuche sie zu orten. Ich denke, Lysia erzählt uns hier eine Lüge von intergalaktischer Größe. Nichts, Heroes. Meine Gedankenkraftfelder finden keinen Widerhall. Nova ist auch nicht auf PTA zurückgekehrt. Nichts. Ich finde rein gar nichts. Das, was Lysia sagt, muss stimmen. Kryptos Hypnoblock verhindert die Abstrahlung von Novas geistigem Kraftfeld. Vector Omega registriert. Im Kampf der Lords of Space gegen die dunklen Mächte liegen die Vorteile eindeutig auf Seiten der dunklen Lordschaft. Siehst du das genauso, Beobachter Tyros? Fest steht, dass sich Nova nicht auf PTA, der Planet der tausend Abenteuer, befindet. Sie war mit ihrem Saphir-Satellit auf einem Routine-Kontrollflug. Aber auch Kryptor hält sich nicht auf PTA auf. Was du außerdem bestimmt auch registriert hast, Vector Omega, ist das Verschwinden des Borl, der Festung und des Raumschiffs der dunklen Lordschaft. Ich kenne den genauen Zeitpunkt des Verschwindens von Borl ganz präzise. Er fällt mit dem Wiederauftauchen von Kryptor aus dem Zeitstrom zusammen. Jedoch ist mir der momentane Aufenthaltsort von Borl und Kryptor unbekannt. Ich muss weitere Informationen erhalten, registrieren und sie logisch verarbeiten. Commander Lord Heroes auf Geheimcode Lords of Space. Lord Beobachter Tyros. Lord Beobachter Tyros, ich rufe dich. Hier Lord Beobachter Tyros, Standort PTA. Ich empfange deinen Ruf klar und deutlich, Heroes. Bitte kommen. Kryptor hat Nova im Hypnoblock gebannt. Die Tatsachen sind mir über Vector Omega bekannt. Nenne mir dein Problem. Lysia bietet der Weißen Lordschaft ein Bündnis an. Sie arbeitet so lange mit uns zusammen, bis Nova aus dem Einflussbereich von Kryptor heraus ist. Danach heißt es wieder Kampf zwischen uns und ihr. Zwischen der Weißen und der dunklen Lordschaft. Lysia will mit diesem Bündnis verhindern, dass sich Kryptor einer anderen Frau zu- und von ihr abwendet. Eine absolut logische Schlussfolgerung von ihrem Standpunkt als Frau, Heroes. Und ein schlüssiger Ausgangspunkt für das Bündnis.
aber es gäbe noch eine andere Möglichkeit, mein erster Lord. Und die wäre, Beobachter Tyros? Die Grundlagen für eine direkte Vorausberechnung der Möglichkeit sind zu spärlich. Aber Vektor Omega registriert und rechnet hoch. Gut, gut, aber damit wird Nova nicht aus dem Bann von Kryptos Hypnoblock befreit. Ich muss etwas tun, Tyros. Dann tu es, Lord Heroes vom Planeten Terra. Du und deine Freunde, ihr solltet auf den Vorschlag von Lysia eingehen. Wenn ihr glaubt, dass ihr damit im Sinne der Lords of Space handelt. Und wie siehst du die Chancen auf einen Erfolg für die Weiße Lordschaft, Tyros? 50-50, mein erster Lord. Und das ist ein bedeutend höherer Prozentsatz als der, der ansonsten auf Aktionen der Lords of Space stand. Alles bereit für den Zwischenzonenflug, Torgan? Alle Berechnungen ausgeführt, Sir. Ich wiederhole. An Bord befinden sich Lord Heroes, Lord Fluxo, Lady Lysia, Standardrobot Torgan sowie ein Energiespiraler mit Namen Whistle. Muss das sein, Lysia? Dass dieser schwarzfällige Schlangenwurm von Whistle auf den Zwischenzonenflug mitkommt? Whistle ist mein Lieblingsspiraler und wir beide sind untrennbar miteinander verbunden. Außerdem ist er der Einzige, der in der Zwischenzone Kryptors Aufenthaltsort anpeilen kann. Ruhig, Whistle, mein Liebling. Bleib schön ruhig um meine Schultern liegen und bereite dich auf deine Aufgabe vor. Zwischenzonenwandler ist auf 6 Körper eingestellt. Na dann, Turgan, gib mal Saft auf die Mühle. Aber Lord Fluxo, ich muss doch sehr bitten, Ihre Ausdrucksweise. Achtung, jetzt Schub! Vektor Omega registriert. Space Hoover Sparrow befindet sich zur Überbrückung größerer Strecken im All auf Zwischenzonenflug. Zwischenzonenflüge sind Reisen durch die vierte Dimension. Das dazu benötigte Energiefeld kann der Space Hoover Sparrow nur dann richtig aufbauen, wenn die Anzahl aller Körper bekannt ist, die durch die vierte Dimension transferiert werden sollen. In diesem Fall ist Ziel des Transfers der Aufenthaltsort des dunklen Oberlords Kryptor. Die Anpeilung des Ziels erfolgt durch den Energiespiraler Whistle, den ständigen Begleiter von Lady Lysia. Ich registriere. Berechnungen, dass die Sparrow mit Besatzung den angepeilten Zielort erreicht, zeigen Negativwerte. Zwischenzonenflug beendet. Whistle teilt mir mit, dass wir nicht an unserem Bestimmungsort aus der Zwischenzone herausgekommen sind. Ich habe es gewusst. Diese Angelegenheit stinkt. Es gibt kein Bündnis. Ich verbessere auch nicht unangenehm, Lord Fluxo. Und ich verstärke meine Behauptung. Ein Bündnis zwischen der Weißen und der dunklen Lordschaft stinkt die ganze Galaxis aus. Und Schuld hat dieses Whistle. Ich werde... Nun übereile mal nichts, Fluxo. Ich schätze, Lysia hätte uns nicht gesagt, dass wir falsch geflogen sind, wenn das ihre Absicht gewesen wäre. Wie logisch Sie doch denken können, Lord. Richtig. Der Fehler muss in den Berechnungen für die Energie zum Zwischenzonenflug liegen. Meine Angaben an die Sparrow waren korrekt. Absolut korrekt. Ich habe 6 Körper eingegeben. Es bleibt nur eine Schlussfolgerung.
Eine weitere Sache oder eine Person befindet sich an Bord. Wir gehen der Sache auf den Grund. Du bleibst hier in der Zentrale, Lysia. Ich möchte nämlich vermeiden, dass du Geheimnisse der Sparrow ausspionierst. Komm, Fluxo. Torgan, du schaust im Laderaum nach. Aber vergreif dich nicht wieder an einer Büchse Schmieröl. Aber, Sir, Sie unterstellen mir Mundraub? Geht nur, Lords of Space. Ich und mein Energiespiraler Rüssel werden während eurer Abwesenheit schon genug Beschäftigung haben. Rüssel, kannst du mich fühlen? Ich trete in Gedankenkontakt zu dir. Ich höre Velvet Queen. Versuche mit deiner spiralen Energie eine Verbindung zwischen dem Zentralcomputer der Sparrow und mir zu machen. Ich grausche, Baby, und führe aus. Warum leuchten die Aktivitätskontrollen des Sparrow-Zentralcomputers, Milady Lysia? Sie planen doch nicht etwa einen Verrat? Oh ja, Baros, Sie hier? Wie kommen Sie in die Kommandozentrale der Sparrow? Spirale Energie abschalten, Whistle! Ich habe Ihre Hologramm-Videovorführung im Hinterzimmer meines Eternity Inn am Detektorbildschirm verfolgt. Und mein Instinkt sagte mir, das ist ein riesengroßer Bluff. Die größte Fallspielerin des Universums befindet sich auf Kyntor. Und ihr Name ist Lysia, genannt die Velvet Queen. Weißt du, was du da sagst, Kyntorsierin mit den violetten Haaren? Du beleidigst die First Lady der dunklen Lordschaft auf den Tod. Ich könnte dich mit meinen Ziehkräften... Ich weiß, Lady Lysia, nur das werden sie nicht wagen, solange sie Gast auf der Sparrow der Lords of Space sind. Auf Ihre Frage, warum ich mich ausgerechnet in der Kommandozentrale versteckt hatte, gibt's auch eine ganz logische Antwort. Hier sucht man bestimmt am wenigsten einen blinden Passagier. Da gibt's noch etwas. Warum hat nicht einer der drei an Bord befindlichen Wesen mit übernatürlichen Kräften, nämlich Fluxo, Wissel oder ich, ihre geistige Anwesenheit gespürt? Was willst du überhaupt hier, teuer Baros? Verhindern, dass die Lords of Space ins Verderben fliegen. Wer weiß, was du schon mit dem Zentralcomputer dieses Raumschiffs angestellt hättest, wenn ich nicht erschienen wäre. Hey, die Kontrollen leuchten schon wieder. Irgendwas hat der Computer registriert. Stimmt. Das hat auch Fluxo, Torgan und mich in die Kommandozentrale zurückgerufen. Allerdings glaube ich nicht, dass Ihre Anwesenheit Toya den Computer aktiviert hat. Übrigens, für Ihren Schwarzflug verlange ich eine Erklärung. Aber andere Dinge sind im Augenblick vordringlicher. Unser Bordcomputer hat einen Kosmoscode eingefangen, der in nächster Umgebung abgestrahlt wird, Lord Hiros. Magenta, Cyan, Magenta. Ich bekomme jetzt auch etwas auf den Schirm, Hiros. Der rote Obelisk? Blauen Koordinatensystem. Das Zeichen der kosmischen Freibeuter. Vektor Omega registriert. Durch Fehlflug in der Zwischenzone wird Flaggschiff Sparrow der Lords of Space in den Einfluss des Snake Troopers gebracht. Der Snake Trooper ist das Kommandoschiff der kosmischen Freibeuter. Kosmische Freibeuter verhalten sich neutral im Kampf zwischen den Lords of Space und der dunklen Lordschaft. Der Gefahrenfaktor für die weiße Lordschaft kann sich jedoch durch den ständig wechselnden Oberbefehlshaber über die kosmischen Freibeuter sprunghaft erhöhen. Standard Robert Turgan bestätigt die Meldung der Visoakustikkontrolle von Flaggschiff Sparrow. Kommandant der Snake Trooper ist Elastor, Gefolgsmann von Kryptor aus der Legion der Dunklen Macht, ein sogenannter Doppelschwerer. Ist dieser grünhäutige Koloss mit dem langen Rüssel im Gesicht einer der sagenhaften Doppelschweren in der Galaxis? Verrückt. Frag Lysia, Toya. Ich kann dir mehr über Elastor sagen. Er war einmal ihr Gefangener des Kristalls und ist nun wie sie ein Gefolgsmann von Kryptor. Durch eine Molekularverdichtung seiner Zellen wiegt ein Gramm seiner Körpermasse doppelt so viel
wie bei einem anderen Lebewesen dieses Universums. Seinen Ursprung hat dieses Phänomen im doppelt so starken Anziehungsfeld seines Heimatplaneten Ellas. Dieses Monstrum aus Muskeln bewegt sich bei normaler Anziehungskraft, also doppelt so schnell wie andere Intelligenzen. Wehe dem, der Ellas Tor und seiner Waffe Bola zu nahe kommt. So schnell kann niemand auf seinen Angriff reagieren. Die roten Kugeln, die er an einem Seil blitzschnell in der linken Hand wirbelt, ist das die Bola, Heroes? Gespenstisch, diese Geschwindigkeit. Genau, Toya. Aber nun achte mal darauf, wenn ich spreche, das meinst du doch, Heroes. Lord Heroes. Ja, daran ist meine Herkunft von Ellas unschwer zu erkennen. Und diese Stimme wird euch jetzt das sagen, was ihr bei meinem Anblick schon erkannt habt, Lords of Space. Hier, in der Umschlingung der Snake Trooper, ist euer heldenhafter Kampf für ein freies und friedliches Universum zu Ende. Selbst wenn du mit untergehst, Lysia, du Verräterin, Snake Trooper Würgespirale an! Vector Omega registriert. Die Chancen der Lords of Space für einen erfolgreichen Abschluss ihrer Mission Nova sinken auf 2,7% durch den Einsatz der Snake Trooper Würgespirale. Hierbei legt sich das Raumschiff der kosmischen Freibeuter wie eine terranische Schlange um das angepeilte Objekt und hält es in dieser Umschlingung fest. Beim Einsatz dieses Würgegriffs durch Ellas Tor, den Doppelschweren, verstärken sich die zum Einsatz kommenden Kräfte jedoch um Faktor 2. Dies bedeutet, dass die Sparrow in der Snake Trooper Würgespirale zerquetscht werden wird. Schutzschirm an, Torgan. Volle Kraft auf Deflektorschirm Alpha Rot. Fluxo, besetzt den Gefechtsstand der Sparrow. Zwei neue Gravisatorminen auf Kopf und Schwanzende der Snake Trooper. Befehl ausgeführt, Commander Heroes. Zwei Treffer-Lords. Gravisatorminen ohne Wirkung. Die Würgespirale schließt sich weiter. Das Schwanzende der Snake Trooper hat Deflektorschirm Alpha Rot durchdrungen. Desintegratoren der Sparrow mit voller Wirkung auf Schwanzspitze Snake Trooper. Treffer! Heroes, Volltreffer! Und ihr glaubt, mit diesem Nadelstich könnt ihr Ellas Tor aufhalten, der am Kommandostand der Würgespirale sitzt? Ich habe mir einen spannenderen Kampf mit dir versprochen, Heroes. Erstickt im Würgegriff der Snake Trooper. Ein unrühmlicher Tod für den ersten Lord der Lords of Space. Was ist es? Na ganz genau. Ellas Tor will mich. Ganz alleine mich. Und ich werde mich stellen. Torgan, mach das Beiboot der Sparrow den Hooverfighter klar. Ich gehe nach draußen. Ich muss Ellas Tor von den anderen ablenken. Ich komme mit, Heroes. Dein Platz ist in der Sparrow-Flugso. Vergiss nicht, du bist zweiter Kommandant. Wenn ich... Niemand muss nach draußen, um den sicheren Tod auf sich zu lenken. Auch nicht du, Heroes. Wie wär's damit? Zwischenzonenflug an! Zentralcomputer Vector Omega registriert. Sachlich rationale Verhaltensweise der Quintorsierin Tuya Baros verhindert die Zerstörung der Sparrow und ihrer Besatzung. Da das angepeilte Ziel des Flaggschiffs durch den Energiespiraler Whistle noch in den Bordcomputer eingespeichert war, bedurfte es nur der Korrektur um eine Person für den weiteren Zwischenzonenflug.
Die Schlussfolgerung und Ausführung der Maßnahme wurde durch Toya Baros mit der Präzision eines Androiden der A-Klasse vorgenommen. Schlussfolgerungen zu diesen Fakten laufen. Die Tatsache, dass der doppelschwere Elastor als Kommandant der Snake Trooper die Lords of Space mitsamt der Velvet Queen vernichten wollte, scheint die Echtheit von Lysias Bündnis zu 87% zu bestätigen. Da Grundlage der Handlung der dunklen Lordschaft aber sowohl Bösartigkeit als auch unlogisches Handeln sind, verkehrt sich diese Annahme ins Gegenteil und lässt mit 87%iger Gewissheit einen Verrat durch Lysia erwarten. Ich verzichte auf deine Erklärung, Toya, warum du an Bord der Sparrow bist. Dein Handeln war Erklärung genug. Ohne dich gäbe es die Lords of Space nicht mehr. Bei dieser Vorstellung habe ich einen richtigen Kloß in der Kehle, den man am besten mit einem Schluck köstlich goldgelber Kopia wegspülen könnte. Mensch, nur das ist Lord Fluxo. Damit kann ich direkt aus den Taschen meiner Space-Uniform gehen. Schließlich ist Kopia im Normalzustand fest und verflüssigt sich erst im Trinkgefäß. Also, her mit ein paar Bechern, Turgan, und ich schneide jedem einen Kopia-Würfel ab. Passt auf, dass euch der Schluck nicht im Halse stecken bleibt bei eurer Freudenfeier. Werft mal einen Blick auf den Bildschirm. Wir sind an unserem Bestimmungsort. Wenn mir mein Logiksektor nichts vorgaukelt... Du musst nicht weiterreden, Turgan. Das Bild, das sich uns bietet, kennt jeder, der seinen Fuß oder Pfote einmal in ein Raumschiff gesetzt hat. Stimmt. Auch Garaman, mein Vater, hat mir davon erzählt. Vektor Omega registriert. Namensbezeichnung Garaman aktiviert vorübergehend stillgelegten Speicher von Zentralcomputer Vektor Omega. Ich schalte auf Zuspielung der Daten unter der Bezeichnung Garaman. Auswertung läuft. Shaira. Der Friedhof der Raumschiffe. Durch eine unerklärbare Kraft werden alle Raumschiff-Wracks des Universums an diesen Platz gezogen und kreisen wie ein Asteroidengürtel um eine sterbende Sonne. Eine Umgebung wie geschaffen für den dunklen Oberlord Kryptor. Schau, Toya. Siehst du den riesigen roten Ball, der inmitten der Raumschiff-Wracks düster glüht? Es ist Ball. Raumschiff, Festung und Stützpunkt der dunklen Lordschaft. Und Gefängnis für Nova, die Kryptor in seinen Hypnoblock gebannt hat. Wo sie auch bald Gesellschaft bekommen wird, meine Lords. Wissen, verstärke die Kraft meiner Gedankenkristallfessel. Ich gehorche und verstärke, Velvet Queen. Verrat! Lysias Gedankenkristall! Mein Laser ist... Endlich! Endlich kristallisiert in meinem Gedankenfesseln Lord Heros, Lord Fluxo und eine kleine, dumme Kyporsierin und... Ich nicht, Milady Lysia. Ihre Gedankenfesseln können natürliche Lebewesen kristallisieren. Ich aber bin ein ultrarational generiertes Androiden-Neutrum. Das leider nur einen Logiksektor der 5 Below Zero Standardklasse hat. Du bist nutzlos für mich und Kryptor. Weg mit dir per Telekinese ins All. Da kannst du dich in den Raumschiffschrott einreihen. Und nun, meine Freunde im Kristall, meine Vollzugsmeldung an Kryptor. Ich weiß, dass ihr mich sehr gut hören und verstehen könnt, selbst wenn ihr starr im Kristall steckt. Velvet Queen Lysia ruft auf Geheimcode der dunklen Lordschaft Kommandant Kryptor. Lysia ruft Kryptor. Hier bin ich, Lysia. Und wie ich sehe, warst du erfolgreich. Gut so. Teleportiere dich und das Wessel zu mir in den Ball. Ja, du hast deine Aufgabe zu meiner vollsten Zufriedenheit erfüllt. Und nun, Lords of Space, werde ich euch, bevor der Ball eure Sparrow in Magnetkopplung nimmt, eure Bestimmung enthüllen. Gehirnmuster, was wisst ihr, sind in der Galaxis ein beliebtes Sammelobjekt geworden.
eingefangen in kleinen Pyramiden, ähnlich denen, worin ihr gefangen seid, übermitteln die vom Körper getrennten Gehirnenergien dem Sammler ein grandioses Herrschaftsgefühl. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ein Mutantengehirn musste, wie das von Milady Nova, fast unbezahlbar ist. Aber die Gehirnmuster der Lords of Space in ihrer Gesamtheit machen mich zum reichsten Mann der Galaxis. Denn es gibt einen, der für eure Gehirnmuster jeden Preis zahlt. Zolotin, der galaktische Gehirnmustersammler. Und zu ihm geht unsere gemeinsame Reise, Lords of Space. Und, mein Chaos, was ist das? Vektor Omega registriert Auswertung sämtlicher Speicherdaten unter Begriff Garaman. Lord of Space Garaman schied auf eigenen Wunsch in hohem Alter aus der Lordschaft aus. Er ließ sich auf Kyntor im Tologai-System nieder. Da er keine natürlichen Nachkommen besaß, konstruierte er für sich einen Androiden der Superklasse A. Dessen Identität versteckte Garaman hinter der Bezeichnung Tuya Baros und gab den Androiden als seine Tochter aus. Als speziellen Regelkreis baute er Tuya Baros eine Schaltung ein, die erst bei einem Zusammentreffen mit einem Lord of Space aktiviert werden konnte. Deshalb konnte weder Fluxo und auch nicht Lysia mit ihrem Wissel deine Ausstrahlung auf Gedankenebene registrieren, als du dich in der Sparrow versteckt hattest. Ja, aber was viel wichtiger war, Heroes, deshalb, weil ich ein Androide, ein künstliches Wesen bin, konnte mich Lysia nicht in ihren Gedankenfesseln kristallisieren. Auf jeden Fall bin ich dir als Sidon-Doppler auch doppelt dankbar, dass du uns mit dem Auslösen des Zwischenzonenflugs aus dem Wirkungskreis von Lysia und Kryptor heraus hierher auf PTA transferiert hast. Und Standard-Robot Turgan aus der 5 Below Zero-Klasse im All eingesammelt hast, Schwester Toya. Womit ich hoffentlich alle Voraussetzungen erfüllt habe für meinen sehnlichsten Wunsch. Aber sicher doch, Toya Baros, Tochter von Garaman. Ab heute bist du eine Lady of Space. Du, Toya Baros, ein weiblicher Android der Super-A-Klasse, bist hier in der Saphir-Festung als neues Mitglied der Lords of Space bestätigt worden. Somit wartet auch auf dich die Aufgabe, die bei dieser Mission der Weißen Lordschaft nicht gelöst wurde. Milady Nova muss auf Kryptos Hypnoblock befreit werden. Und zwar bevor er sie an Zolotin, den galaktischen Gehirnmustersammler, verkaufen kann.